Servus zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die wunderschöne Alpenmap, was ja kaum zu übersehen ist, die Alpenmap Neue Minibrunn. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid hier bei einer Folge Landwirtschaftssimulator 22, denn in der Vergangenheit, die letzten 14 Tage, habe ich mich anderweitig auf Grüns und Fairways bewegt und mit EA Sports PGA Tour ist ein Spiel herausgekommen, das natürlich mich sehr, sehr interessiert, da ich ja auch in meiner Freizeit im Hobby oder im sportlichen Hobby eben halt auch Golf spiele. Und deswegen war natürlich hier die PGA Tour, das neue Spiel von EA Sports, Pflicht auf meinem Kanal gesetzt und hat mich auch sehr gefreut, dass es doch sehr viele gibt, die sich dafür interessieren. Vielen, vielen Dank an der Stelle für die Kommentare, die Likes bzw. die Däumchen und auch recht herzlich willkommen alle neuen Abonnenten hier bei mir auf dem Kanal. Hab mich sehr, sehr gefreut, dass ihr auch zukünftig hier mit dabei sein wollt. So, jetzt aber wollen wir uns heute mal wieder ein bisschen der Landwirtschaft widmen. Und in der letzten Folge habe ich, glaube ich, so war das ja, einen Ballenauftrag abgeschlossen. Und in was Ähnliches werden wir heute auch wieder steigen, denn ich möchte da hinten ein Grasfeld kaufen. Aber nicht nur das Grasfeld, sondern mich interessiert hier auch sehr, sehr dieses Feld, auf dem Gerste drauf ist. Und das ist ja dann in Kürze auch erntereif. Und da schauen wir mal ganz kurz in die Karte, weil wenn wir uns das hier anschauen, das Feld doch ein Ertragspotenzial hat von 120%. Das ist ordentlich. Das sollten wir uns eigentlich holen. Es ist natürlich auch mit 156.000 nicht gerade ein Schnapper, aber hat ja auch eine entsprechende Größe. Und er ist ja schon was drauf, womit wir Ertrag erzielen können. Ja, und das andere Feld, was mich interessiert, das ist hier dieses Grasfeld, 110% Ertrag. Das ist dann eben auch neben unserem anderen Feld. Der Vorteil von diesen Feldern ist natürlich, dass die im Gegensatz zum Beispiel zur Nummer 5 quer liegen. Das macht es für die Arbeit wesentlich einfacher, wenn die am Hang liegen, als hier zum Beispiel die 5, wo wir ständig hoch und runter fahren müssen. Oder wie zum Beispiel auch an der 11, wo wir einfach doch, glaube ich mal, in Kürze bald einen neuen, etwas kräftigeren Trecker kaufen müssen. Okay, lang geschwart hier. Jetzt wollen wir einsteigen. Wir werden das Feld kaufen. Zup. Und das Grasfeld werden wir auch kaufen. Zup. Und jetzt haben wir noch 287.000 Euro übrig. Und wenn ich das richtig gesehen habe, müsste das Grasfeld logischerweise ja auch erntereif sein. Okay, lasst uns mal ganz kurz mit dem Trecker dahin fahren. So, muss mich erstmal wieder ein kleines bisschen hier an die Steuerung gewöhnen, wenn man dann doch mal 14 Tage was anderes gemacht hat. Yep. So, wenn ich clever gewesen wäre, hätte ich eigentlich auch gleich das Mähwerk mitnehmen können. Aber nun gut. Jetzt fahren wir erstmal hin und schauen uns das an. Unser neues Grundstück, unser neuer Kauf. So, dann geht es hier lang und dann fahren wir Richtung Brücke. So, das Feld hier rechts gehört uns, das Feld hier links gehört uns und generell, denke ich, werden wir hier auf der Richtung oder in der Richtung hier weiterarbeiten, was den Erwerb, zukünftigen Erwerb angeht. So, Dile, dann schauen wir mal. Ist erntereif? Ja, sehr gut. So, dann setzen wir, nee, wir können hier vorwärts fahren. Und dann werden wir unser Mähzeug holen. Und ich denke, wir werden keine Ballen machen. Wir werden das ganze Material dann mit dem Ladewagen wieder in unser Silage-Silo bringen. Oder brauchen wir Heu? Augenblick mal. Wir schauen mal nach. So. Heu. Also Silage haben wir jede Menge, Stroh haben wir auch noch und eigentlich bräuchten wir Heu. Dann denke ich, dann machen wir Heu, kann nicht schaden. Links ist frei, wir können den Berg runterfahren. Und
So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo haben wir denn das Mähwerk? Ja, nach 14 Tagen, wie gesagt. Aber in der Zwischenzeit gab es ja auch einige Folgen neu. Bartelshagen, unser Big Farm-Projekt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz die Räuspertaste. So, der Frosch im Hals ist jetzt hoffentlich draußen. Mal ganz kurz hier reinschauen. Ja, Mähwerk ist da drin. Dann setzen wir hier mal kurz unser Gewicht ab. Ja, müssen wir ein bisschen rangieren. Haben wir hinten Platz? Ja, haben wir Platz. Gut. So, vorsichtig raus. So, nochmal kurz nach vorne setzen und dann können wir hier uns das Ganze schnappen und dann geht's aufs Feld. Ja, wie gesagt, aber es gab ja in der Zwischenzeit einige Folgen. Neubartelshagen, das ist ja unser Big Farm-Projekt, ganz im Gegensatz hier zu unserem schönen, schnuckligen kleinen Hof hier in Neu-Middelbrunn, wo wir ja eher dann mit den kleinen, mittleren Maschinchen arbeiten werden. Wobei wir auf jeden Fall stärkere Trecker schon brauchen. Und was ich gerne dann auch ausprobieren möchte, ich habe da einen Mod runtergeladen, nämlich mit Schneidwerken, die am Hang entlang laufen. Da bin ich dann auch mal gespannt. Das will ich dann auch ausprobieren, sobald wir hier erntereifes Material haben. Und dann werden wir uns da ein schönes Schneidwerk holen. Und das bietet sich ja, wie gesagt, bei den Feldern wie hier links, das hier und natürlich auch das rechte hier, die ja schräg quer zum Hang laufen, bietet sich das ja mal an, sowas auszuprobieren. So. Dann brauchen wir ja eigentlich keine Schwartablage. Können mal hinten ausklappen. So, vorne klappen wir auch aus. Dann schauen wir mal. So. Arbeitsmodus wechseln. Genau. Und beide hoch. Dann haben wir keine Schwartablage. Okay. So. Dann werden wir vorne mal absetzen. Und hinten absetzen. Und dann wollen wir mal übers Feld fahren. Machen wir erstmal ein kleines Vorgewende. So. In der letzten Folge haben wir ja Glück gehabt beim Ausleihen unseres Auftrages bzw. bei der Miete der Geräte. Da hatten wir einen Ballenwickler von Göweil aus dem Göweil-Pack. Und das fand ich eine ganz schicke Sache, hat mir gut gefallen. Der war auch relativ zügig beim Entladen. Nicht verkehrt. So, er quält sich jetzt wieder hier hoch. Ja. Welche Erfahrung habt ihr denn mittlerweile gemacht mit den Maschinen, die im Göwal-Pack mit drin sind? Würde mich mal interessieren. Denn ich habe mir auf jeden Fall gedacht, dass wir im Projekt Big Farm natürlich mal so einen Standwickler und da können wir Häckselgut wickeln. Das fände ich ganz interessant, weil dort haben wir ja ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir ja mit unserem Fermentersilo ja eigentlich nicht, ich sag mal, die Power haben, um unsere kleine Hof-BGA wirklich dauerhaft zu befeuern. Und da bietet es sich natürlich an, vielleicht beim nächsten Mal. So. Beim nächsten Mal eben hier Silage bzw. Häckselgut dann eben in Ballen zu verarbeiten. Und deswegen habe ich da auf jeden Fall Interesse daran, dann hier doch mal mit dem Göbelpack zu arbeiten und mit diesen Standgeräten zumindest mal in der Miete. Gut, wir schicken den Helfer los. Der soll jetzt erstmal hier ein bisschen hin und her mähen und wir holen unseren kleinen Waltra. Zip.
ist hinten noch angekuppelt, damit haben wir unsere Kühe gefüttert. Und dann schauen wir mal, weil, ich muss jetzt gerade mal überlegen, aber wir haben doch mit Sicherheit einen Wender, oder? Wir haben doch mit Sicherheit einen Wender, damit wir Heu machen können, denn das haben wir ja schon mal gemacht. So, da ist er doch, da ist er doch, da ist er doch. Sehr schön. Ja, er kann sich nicht vor mir verstecken. Mal kurz vorwärts setzen. So, das Coole ist ja mit dem Valtra, dass wir hier auch rückwärts lenken können. Ihr seht es, hier hinten ist ja ein Lenkrad. Da können wir dann den Sitz um 180 Grad drehen und könnten dann zum Beispiel rückwärts dann arbeiten. So. Was uns natürlich jetzt nicht hilft beim Wenden, also da jetzt nicht. Okay, dann schauen wir, dass wir aufs Feld kommen. So, auf der Map gibt es ja einige Sammlerstücke und die sind ja ein bisschen besonders, weil die ja nicht diese klassischen Spielsachen sind, sondern ja, ich sag mal Backgut. Und da habe ich ja dann euch auch einen Link in einer der letzten Folgen reingemacht, beziehungsweise in die Beschreibung geschrieben, wo ein Kollege hier ein schönes Video gemacht hat, wo sich diese Sammelstücke alle befinden. Wir haben einige eingesammelt, aber noch nicht alle. Und so haben wir dann immer noch ein bisschen Reserve, um zum Beispiel dann, wenn wir doch noch eine größere Anschaffung machen wollen, nicht unbedingt bei der Hausbank vorbeischauen müssen. Okay, so, dann wollen wir hier mal Heu machen. Das müsste so passen mit der Spur. Die Rehe sind auch wieder da. Und was macht unser... Ach, der ist schon durch. Okay, der ist im Prinzip schon durch. Okay. Dann übernehmen wir ihn hier. Ja, ich glaube, oben links gibt es noch eine kleine Ecke. Ja, genau da. Da können wir noch ein bisschen mähen. Aber dann sind wir auch schon wieder hier durch mit dieser Wiese. So, das geht ja sehr zügig. Okay. Und das noch vier mähen. Dann sind wir soweit fertig. Hinten können wir schon hochklappen. So, da klappen wir auch hoch. Und da steht wieder eins. Und unser Valtra wird hier jetzt schön noch abarbeiten. Und wir können dann mit ihm hier schon mal den Schwader holen. Ups, da sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen hängen geblieben oben am Baum. Kann das sein? So wie er sich hier nach einem kleinen Bocksprung gemacht hat. So, links ist immer noch frei. So, und da geht's in den Hof. Und dann stellen wir das ganze Zeug wieder mal in die Halle. So, dann haben wir jetzt also zwei Grasfelder. Das ist nicht verkehrt. Dann müssen wir mal schauen, weil wie dann jetzt der Zustand ist. Darauf habe ich gar nicht geachtet, ob wir da jetzt noch kalken müssen und düngen, mit Sicherheit. Aber auf jeden Fall haben wir dann Felder, wo wir zum Beispiel unsere Gülle loswerden. So. Ja, ich überlege gerade. Ups. Hauen wir das Ding da so hin. Kommen wir viel besser ran. Okay. Na. So. Und hier hin. Gut.
So, achso, das Gewicht brauchen wir natürlich noch. Dann können wir hier rückwärts rausfahren. Das Gewicht steht ja hier. Schubidubidu. So, und aufgenommen das Ganze. Dann fahren wir hier durch und der Schwader müsste eigentlich in diesem kleinen Unterstand neben unserem Gewächshaus sein. So, wo ist denn Charlie? Charlie will bestimmt was zu fressen. Wo springt Charlie rum? Ah, da hinten kommt er. Ja, Charlie, servus. So. Schwader, Schwader, Schwader. Da haben wir ihn. Oh, der ist ein bisschen... Hä? Sind wir da? Haben wir da ein bisschen Schäps reingestellt, den Kollegen? Ja, geht's? So. Und? Wir gucken mal. Ja, Charlie, sehr schön. So, und wieder zurück zum Feld. Also ich kann es immer wieder nur betonen, eine wunderschöne Map. Also mir gefällt sie sehr gut, hat viel Atmosphäre, ganz toll und macht richtig Spaß. Und ist eben eine schöne Abwechslung zu unserem anderen Projekt, Battlezagen Big Farm. Da, wo wir ja mit den richtig großen Maschinen arbeiten wollen, wo wir richtig große Felder haben. Da können wir richtig Action machen. Hier, das ist so ein bisschen, ja, schnucklig, klein, gemütlich. Macht auch sehr, sehr viel Spaß. So, der andere Helfer ist auch schon wieder durch. Ups, okay. Dann werden wir aber trotzdem nochmal hier kurz um die Kurve gehen und mal schauen, ob er hier auch alles sauber gewendet hat. Ja, das passt soweit. Ups, eigentlich wollte ich hupen. So schön der Waldrauch ist, aber ich glaube, das ist der erste, den wir dann mal ersetzen müssen. Ah, lasst uns doch da mal ganz schnell reingucken. Nicht, dass wir was... Nein, im Gebrauchtmaschinen gibt es nichts. So, dann schmeißen wir das hier nochmal an und fahren hier die Ecke noch ab. So. Das müsste so passen. Aber wir fahren hier nochmal kurz bergab. So, ich denke, der Bauer, unser Nachbarbauer, wird nichts dagegen haben, wenn wir mal ganz kurz hier über sein Feld fahren. Das scheint ja gekrubbert zu sein. So, und dann stellen wir nämlich hier mal ab. Und dazu auch den Motor. Und dann steigen wir hier in unseren Lamborghini. Und werden jetzt mal anfangen, das Ganze zur Schwarz zu legen. Sehr schön, das passt soweit. Und auch da gilt es erstmal ein Vorgewende zu fahren und dann müssen wir mal gucken, ob der Waldreich, ich weiß es gar nicht mehr, ob der stark genug ist, um mit unserem Ladewagen, aber ich glaube, der ist jetzt auch nicht so groß, unser Ladewagen. So, dann haben wir ja wieder was geschafft für diese Folge. Wunderbar, haben Heu gemacht, haben zwei Felder gekauft und freuen uns natürlich dann auf die Ernte des Feldes, des Gerstenfeldes. Dann haben wir, glaube ich, einmal Weizen, einmal Gerste. Das bringt uns natürlich auch alles schön Stroh. Und dann haben wir noch unser Feld mit Soja und zwei Grasfelder, damit wir also Material haben für unsere Kühe.
Wunderbar. Dann darf ich mich an der Stelle wieder mal recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wir werden in der nächsten Folge dann das Feld hier soweit noch fertig machen. Heißt also, nachdem die Schwart hier gemacht ist, werden wir dann mit dem Ladewagen alles einladen. Und dann sehen wir mal weiter, ob wir diesen Monat noch was machen oder schon mal in den nächsten Monat springen. Ist ja aber auch schon ein bisschen später hier im April. Und wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer oder sage euch wie immer Tschüss, ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal.